Willkommen zu den News der Woche. Am den 11. März 2018 soll nun im Kino der vierte Digimon-Tri-Film in Deutschland starten. Die ersten drei Filme sind seit dem letzten Jahr auch schon auf DVD und Blu-ray im Handel erhältlich. Der Film Fairy Tail Ho-No-Miko wird ab dem 24. April 2018 in den deutschen und österreichischen Kinos zu sehen sein. Dazu meinte der Publisher Kase ebenfalls, dass sie den Film ab dem 15. Juli 2018 auch auf DVD und Blu-ray veröffentlichen werden. Die Anime-Serie Kakegurui soll nun eine zweite Staffel bekommen. Die Anime-Serie lief im Sommer 2017 in Japan. Hierzulande wird die Serie bei Netflix erscheinen, doch ein genaues Datum ist dazu noch nicht bekannt. In den aktuellen Newsletter von Kase Deutschland gab man bekannt, dass die restlichen Inuyasha-Folgen nun auch nach 11 Jahren in Deutschland erscheinen werden. Kase wird auch versuchen, die alten Sprecher der Serie wiederzugewinnen. Dazu meinte der Publisher ebenfalls, dass die vier Filme der Serie von Inuyasha am 15. Juni 2018 auch in einer Box erscheinen werden. In den letzten News berichtete ich über den Anime-Serie Yonjo Senki, dass es eine wichtige Ankündigung bekommen soll. Nun wurde bekannt gegeben, dass die Light Novel-Serie einen Anime-Film bekommen wird. Details dazu sind noch nicht bekannt, nur dass der Film auch als eine Fortsetzung zur Anime-Serie dient. Nun gab man bekannt, dass die Anime-Serie Sword Art Online alternativ Gangate Online nun im April 2018 starten wird. Sword Art Online alternativ Gangate Online ist lediglich nun ein Spin-Off zur Hauptreihe der Sword Art Online Serie. Wann die dritte Staffel der Serie nun beginnen wird, ist zurzeit leider noch nicht bekannt. Der Publisher Kase Deutschland gab bekannt, die Anime-Serie Dagashi Kashi und Märchen Mädchen lizenziert zu haben. Die beiden Serien beginnen im Januar und bei uns hierzulande als Simulcast auf Anime On Demand. Doch die erste Staffel von Dagashi Kashi, die im Jahre 2016 erschienen ist, wird parallel auf Anime On Demand laufen. Heißt, die werden auch nach und nach die Folgen aus der ersten Staffel rausbringen in der Zeit, wo auch die zweite Staffel beginnt. Zu der Manga-Serie Real Account soll es nun am 17. Januar 2018 eine wichtige Ankündigung geben. Was dies wohl sein mag, Real Account erscheint in Deutschland ab dem 11. Januar 2018 bei Tokyopop. Somit geht es auch weiter mit der Lizenzierung der Winter Season Anime 2017. Crunchyroll lizenzierte noch die Serien Darling in the Franxx, How to Keep a Mommy, Karakai Yozo no Takagi-san, Walking Bodies, Sanrio Boys und Pop Team Epic. Anime On Demand lizenzierte noch die Serien Märchen, Mädchen und Dagashi Kashi. Netflix lizenzierte noch die Serie Devilman Crybaby. Das waren die News der Woche, Leute, und ich bin echt gespannt auf diese Ankündigung von Real Account. Ehrlich, ich hoffe ich hoffe auf eine Anime-Ankündigung, denn die Manga-Serie ist wirklich stark. Also, ich kann das wirklich für viele Fans, die auf Psychological so richtig drauf sind, diesen Manga echt empfehlen. Der ist echt in Ordnung und der ist wirklich nicht schlecht. Hingegen haben wir jetzt noch auch die Bestätigung bekommen, dass Inuyasha in Deutschland fortgesetzt wird und ganz ehrlich, da sieht man doch Leben von allen. Also ganz wirklich, klar, ich meine, Bleach wurde fortgesetzt jetzt weiter, also wird sogar noch fortgesetzt in Deutschland. Inuyasha jetzt auch noch und Conan ist halt jetzt gerade noch nicht so richtig drin, aber man muss sagen, es kommt noch. Detektiv Conan wird auch noch in Deutschland weitergehen. Ganz einfach, da Kase jetzt erstmal die ersten Folgen lizenziert hat und weiter rausbringt und erstmal noch ein bisschen dauert, ne, bis Kase erstmal bei Folge 300 irgendwas ist und danach wird weiter lizenziert. Glaubt mir, da kommt noch vieles auf uns zu. Ich meine, wartet nächstes Jahr ab, glaubt mir, wartet nächstes Jahr ab oder 2020, da ist es auf jeden Fall bei uns. Also 2020, da beginnt alles mit Detective Conan. Also, oh Gott, ich hör auf. Je nachdem, das waren die News der Woche. Ich hoffe natürlich, euch hat die auf jeden Fall gefallen. Also, ich fand die ganz in Ordnung. Wie gesagt, Inuyasha is back. Und das ist das, was auf jeden Fall heute zählt. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann lass doch gerne ein Abo da, damit du auch gar nichts verpassen kannst. Ich zum Teil sage auf alle Fälle, habt noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis bald und ciao.